Grüß euch, hallo. Der Fabian hätte gern etwas mehr Informationen über die Offensive Line, sprich die schweren Buben, die in der ersten Linie im Angriff stehen. In den Anfängen des American Football in Österreich war es durchaus üblich, schwere Leute, also dicke, ne, in die Offensive Line zu stellen. Wir müssen aber anmerken, dass es in den 70ern und 80ern sicherlich nicht leicht war, große, schwere, starke Athleten zu finden, die sich für American Football interessieren. Das sind die Wüden, die was zusammenrennen immer. Als ich 1987 begonnen habe, American Football zu trainieren, war die Definition eines Offensliners von Coach Schleifer die folgende. Hauptsache groß und blatt. Mit der Zeit und mit der fortschreitenden Weiterbildung der Coaches im American Football in Österreich ist der Stellenwert der Offensliner Gott sei Dank heute dort, wo er sein sollte. Nämlich die O-Line ist genauso wichtig wie jede andere Unit auch. Ich persönlich denke, dass die O-Line die erste Priorität in meinem Team ist. Hat nichts damit zu tun, dass ich O-Line-Coach bin. Fakt ist, ohne gute Offensline keine gute Offense und die Defense hat einen langen Tag vor sich. Meine persönlichen Traummaße für meine Offensline. Center, 1,85 Meter groß, 140 Kilo. Guard, 1,85 Meter groß, 130 Kilo. Tackle, 2,3 Meter, 125 Kilo. Und das sind die Lottozahlen für Coach Ös Offensline-Wunschkonzert. Unterschiedliche Offensline-Positionen, unterschiedliche Aufgaben. Satz ja, ey. Hallo. Der Idealfall für mich als Offensline-Coach wäre es, dass ich 7 gleichwertige Offensline-Spieler habe. Das spielt es nicht einmal in der NFL. Offensline-Positionen sind die folgenden. Center. Er ist verantwortlich für das Auswählen und Ändern von Blocking-Schemen, wenn wir an der Linie stehen. Das Wichtigste aber überhaupt, er snappt den Ball zum Quarterback. Center und Quarterback haben eine ganz spezielle Football-Beziehung. Sie sind BFFs. Aber mehr darüber könnt ihr erfahren, wenn ihr euch die Folge über die Quarterbacks ansieht. Guard. Die Guard-Position ist eine sehr flexible und jeder, der Guard spielt, sollte die linke Position sowohl als auch die rechte Position spielen können. Tackle. Die Möglichkeit, einen sehr guten linken Offense-Tackle zu finden, wird schon mal durch den Fakt erschwert, dass 90% aller Menschen Rechtshänder sind. Das heißt, die rechte Körperseite ist stärker ausgebildet als die linke. Dem allgemeinen Football-Fan wird es natürlich wurscht sein. Mir als Offensive-Line-Coach ist es überhaupt nicht egal. Sehr viele Block- und Step-Techniken sind für einen Rechtshänder überhaupt kein Problem auf der rechten Offense-Tackle-Seite. Habe ich nun keinen Linkshänder, den ich für die linke Offense-Tackle-Seite ausbilden kann, wird die Umschulung eines Rechtshänders für die linke Seite sehr, sehr schwer. Der rechte Offense-Tackle macht im Grunde das gleiche wie der linke Offense-Tackle. Blocken, blocken, blocken. Nur tut er sich wesentlich leichter, weil er ja Rechtshänder ist. Warum muss jetzt der Tackle größer sein als alle anderen Offense-Line-Spieler? Die Größe des Offense-Tackles erlaubt ihm nun, seinen Raum wesentlich schneller gegen einen Defense-End oder einen blitzenden Linebacker zu verteidigen. Längere Beine, weniger Schritte. Block me, baby, one more time. Das war's in aller Kürze über die Offense-Line. Ihr habt jetzt die wesentlichen Sachen mitbekommen. Und ihr seht selber, Offensive-Line ist nicht für jeden und nicht jeder Offensive-Line-Spieler kann jede Offensive-Line-Position spielen. Vergesst es bitte nicht, Österreich hostet die WM in American Football vom 8. bis zum 16. Juli. Wir sind Ei. In diesem Sinne, Go Austria, Tümüdü und Hamti Damti. Euer Coach. Österreich ist Ei.